sind sie? Vorwärts! Ja, vorwärts! Komm zu mir, vor den Lauf! Ah! Wusste ich doch. Der hat eine Handgranate geworfen. Zwei Waffen. Die Pistole. Die Uzi. Ich werde eine Granate werfen. Wofür habe ich sie denn? Du kriegst auch eine. Noch eine. Den hat's erwischt. Überlebt, aber jetzt nicht mehr. Bisschen mit Nachhilfen. Ah, Schrotgewehr. Cool. Gute alte Schrotflinte. Ist aber nur für Nachkämpfe geeignet, oder? Widerstandsfähig, Mann. Oh! Was war das? Das klang verdächtig nach... Shit, meine Taschenlampe. Ist im Eimer. Brennt kaum noch. Mann, ich wollte doch nur die... Ich wollte doch nur die Tasten ausprobieren. Gefallen. Nicht schlecht. Liegt lauter Munition rum. Ich hoffe, das waren alle. Das war ja eine ganze Kompanie, oder? Ich habe auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich glaube, ich bin nahe beim Eingang. Aber irgendwas geht da vor sich. Kollege Griffin. Bitte noch mal. Meldet sich auch wieder mal. Anus. Ah, da drin ist was.
Schloss? Ne, das ist kaputt. Dann müssen wir hier lang. Da ist auch zu. Verriegelt. Beziehungsweise verbarrikadiert. Und ein Hinweis. Dr. York, Diodenimplantate senden noch immer Ströme mit zu hoher Frequenz. Patient erleidet sofort einen Anfall. Es scheint nicht möglich zu sein, die Wellen fein genug zu modellieren, um eine Empfänglichkeit zu erreichen, ohne die Zellen zu schädigen. Ich denke, wir sollten Viskosität des Mediums erhöhen. Könnten eventuell zusätzliche Hormone und Ergänzungsstoffe helfen? Da fragt er mich. Ist hier noch was? Das ist hier der OP für Arme, die bei der Versicherung nicht eingezahlt haben. Tante Alma. Sie meint mich. Mir wird schon wieder ganz anders. Ah. Hier lang. Ich sehe nichts. Interne Dienstanweisung, Aufnahme von Patienten. Wenn ein neuer Patient aufgenommen wird, achten Sie bitte darauf, dass alle Formulare vollständig ausgefüllt werden und eine Kopie der aktuellen PMT, physisch-mental-telästhetisch Einstufung, vorliegt. Scannen Sie die Blätter und erstellen Sie Kopien wie folgt. 1 an den behandelten Chirurgen, 2 an den verantwortlichen Pfleger und 3 an das Verwaltungszentrum. Behalten Sie die Originale in beschrifteten Archivordner. Bitte beschränken Sie die Erörterung einzelner Vorgänge mit den Patienten auf die vorgeschriebene Sprachregelungen. Wenn ein Patient wiederholt nachfragt, markieren Sie bitte die Akte und fordern Sie die Unterstützung einer Oberschwester an. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wenn er nachfragt, was nachfragt? Wo die Oberschwester? Wo die Oberschwester in die Titten greifen kann? Das wird er, glaube ich, nicht nachfragen. Das versteht sich von selbst. In diesem Etablissement. Hier lang? Nein. Von hier bin ich gekommen. Hier lang. Barrikade. Da
stärke hier auf die Barrikaden. Hier ist auch noch eine Tür. Oh. Pförtner. Ist hier was drin? Oh. Der Serverraum. Halt schwangere Musik. Gefällt mir gar nicht. Hier läuft noch ein Bildschirmschoner. Austreten. Nee. Der Pfleger wird überrascht. Der Maler, der Krankenhausmaler möchte ich hier nicht sein. Dass hier alles dann wieder in Ordnung bringt. Und hat schon auf mich gewartet. Noch einer. Ich sollte die Lampe ausmachen, aber dann sehe ich ja nichts. Seid ihr? Seid ihr alle? Seid ihr alle? In der Leichenhalle?